Tanja und wir machen heute, ich habe versprochen, wir machen was Besonderes. Wir machen heute eine Roomtour, okay? Das hinter mir ist ein Greenscreen. Es haben ein paar Leute in den Kommentaren gefragt, das hinter mir ist ein Greenscreen, okay? Ich kann so machen, dann ist mein Arm weg. Das geht in einem normalen Wohnzimmer nicht. Aber ich zeige euch mein richtiges Wohnzimmer und mein richtiger, keine Ahnung, Rest der Wohnung. Es ist nicht viel, aber hey, ihr habt es euch gewünscht. Deswegen kommt's jetzt. Los geht's! So. So, also, heute führe ich euch einmal in meiner Wohnung rum, weil viele gesagt haben, hey Ronja, wir wollen gerne eine Roomtour. Ich krieg's nicht hin, dass die Kamera weiter von mir weg ist. Es tut mir leid. Fangen wir hier an. Wenn man hier reinkommt, ist das hier der Flurbereich. Hier ist eine Pflanze, hier ist meine Tasche, hier sind meine Jacken, hier sind Schuhe. Und dann ist hier... Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie voll hübsch. Das ist ein Kalender für die, die das nicht wissen. Aber da macht man jeden Tag wie bei so einem Adventskalender ein Türchen raus, dann sieht das voll schön aus. Und dann ist es am Ende Regenbogenfarben, wie man jetzt hier aussehen kann. Dann sind hier Schlüssel und keine Ahnung, Kram, was man sonst so braucht. Und dann lasst uns einmal losgehen. Und zwar in dieses Zimmer hier. Und zwar ist das mein Schlaf- und Arbeitszimmer, okay? Also, was ihr sehen könnt, ist erstmal Folgendes. So, dann haben wir hier nämlich den Schreibtisch, hier haben wir mein Aufnahmezeug. Hier blinkt noch alles, der ist nämlich eigentlich an der PC. Dann kommen wir hier zu meinem Unikram und einem schicken Geldglas, der VR-Brille, Schreibtisch, Rest. Ich habe zwei Schreibtische, damit ich mehr Platz habe. Und dann ist hier der Schrank und die Fenster. Wir haben überall voll viel Fenster, das ist super praktisch. Mein Bett, wow. Und ich habe sogar ein Bild an der Wand. Ich weiß, Premium. Zu diesen wunderschönen Wife-Dingern. Ja, das sind die Teile, die dir sagen, okay, wir erkennen, dass du eine VR-Brille hast. Und hier tatsächlich, ich weiß nicht, man sieht, dass ich wirklich nicht viel Platz hier habe, okay? Und hier spiele ich dann Beat Saber oder sowas. Und es ist wirklich eng, aber es geht gerade so. Wir haben diese Premium-Lampen, die vielleicht nicht so Premium aussehen, aber wir haben alles in diesen Google Home Sachen angeschlossen, was voll cool ist. Hier ist sogar eine Pflanze, okay? Hier, bam, Pflanze. Ich habe Grün in meinem Haus. Und die kann man alle per Sprachsteuerung steuern, weil da diese Philips Hue Lights drin sind. Das ist ziemlich cool. Turn off the lights in the living room. Okay, turning off Hue Color Lamp 2. Okay, machen wir uns mal weiter auf. Dann zeige ich euch noch kurz meine Küche. Die ist nämlich direkt hier. Hier war mal eine Tür. Diese Tür wurde danach hinausgenommen. Manuell von mir. Und es ist wunderschön. Ich habe hier einen Kühlschrank. Ich habe Stuff zu kochen. Obwohl die Küche relativ klein ist, ist es eigentlich ziemlich cool, weil ich super viel Arbeitsfläche habe und dann tatsächlich auch was machen kann. Es ist halt eine kleine Küche, okay? Aber ja, da ist eine Waschmaschine, da ist ein Waschbecken, da ist eine Spülmaschine. Die Spülmaschine ist sogar an. Diese praktische Kabelkonstruktion da hinten, ja, die finde ich auch nicht schön, aber die ist nun mal so, wie sie ist. Aber so viel zu meiner Küche. Huh? Ich meine, hier gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wir haben eine Mikrowelle, ich habe einen Smoothie Maker, ich habe Teller, Schüsseln und einen Mörser und Zutaten für Essen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden interessiert. Hier sind Äpfel. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Und zwar, seht ihr das? Seht ihr, wie hübsch das aussieht? Und zwar, hier ist ein Abstellschrank, den zeige ich euch aber nicht innen drin, weil der ist sehr, sehr unordentlich. Ins Badezimmer. Das Badezimmer ist, wir haben einen Spiegel im Flur, wie man vielleicht sehen kann. Und auch eine Pflanze, das ist schon die zweite. Aber das hier ist mein Badezimmer. Hier sind, es ist noch kleiner als die Küche, okay? Es ist wirklich winzig. Ich kriege nicht mal die Tür komplett auf, weil dahinter mein Bademantel ist, weil ich zum Duschen irgendwie immer einen Bademantel gerne habe. Ja, also hier sind Schränke, hier ist ein Kosmetikspiegel, hier ist mein Schminkkram und ja, Badewanne, Waschbecken, Spiegel, nochmal Waschbecken, Schrank unter dem Waschbecken. Diese Lampe war sehr mühsam, okay, die habe ich selber dran gebaut und das war nicht witzig, okay, die war wirklich, wirklich schwer dran zu bauen. Nur, dass ihr das wisst. Okay, aber ja, das ist, das hier ist mein Bad. Und jetzt gehen wir in den letzten Raum. Das ist, wie gesagt, es ist nicht riesengroß. By the way, was ich euch nicht gezeigt habe, ich habe im Flur oben so ein Ding, wo dann
Ich habe ja einen Roller und da sind dann Motorradhelme, damit ich auch mit dem Roller fahren kann. Damit ich auch Leute mit dem Roller mitnehmen kann. Und was ihr hinter mir seht, in diesem Spiegel schon, ist das Wohnzimmer. Und zwar, kommt herein, ist hier das Sofa. Das Sofa ist, ach, das Sofa, goddammit. Das Sofa ist so wunderschön. Das Sofa ist unglaublich gemütlich. Wenn ihr das seht im Verhältnis, das Sofa ist wirklich groß, okay? Ich kann auf dem Sofa liegen und ich habe noch so viel Platz. Das Sofa ist wirklich groß. Man kann auf dem Sofa auch sehr gut schlafen. Habe ich bereits getestet. Das Wohnzimmer ist sogar halbwegs dekoriert. Ich hab ein bisschen Deko, okay? Also, immerhin. Hier ist das Riesensofa. Dann haben wir diese wunderhübsche Wand, die theoretisch kahl wäre. Aber ich habe sie dekoriert. Wow, hier sind Kakteen. Die lebt noch. Die Wand habe ich übrigens selber gestrichen dort. Ich weiß. Ich bin Naturtalent. Müsst ihr mir nicht sagen. Und hier haben wir einen wunderschönen Blick auf meinen Fernseher. Yay! Das Ding ist, glaube ich, das teuerste, was in der ganzen Wohnung ist. Das ist nämlich ein OLED-Fernseher. Und ich weiß nicht, warum. Ähnliche Frage gilt für diesen Dyson-Lüfter. Es ist wirklich unnecessary, aber ich wollte das, okay? Das ist schön. Ja, dann haben wir hier Schränke. Das ist mein Yu-Gi-Oh!-Kartenschrank, wie ihr vielleicht seht. Aber pst. Und das ist, wie gesagt, der Fernseher sieht richtig Premium aus, wenn man den anhat, weil der halt 4K ist und dann sieht das alles schön aus. Hier ist mein Philips Hue Kabel, frag mich was, NAS-Schrank. Da habe ich meinen Server. Und hier ist mein Weihnachtsbäumchen. Es ist wirklich klein und wirklich süß, aber es gefällt mir sehr gut. Und ja, dann ist hier mein... Das ist, glaube ich, der einzige Ganzkörperspiegel, den ich in der ganzen Wohnung habe. Deswegen renne ich jedes Mal ins Wohnzimmer, wenn ich ungefähr sehen will, wie meine Sachen aussehen, die ich gerade anhab. Und dann bin ich immer so, okay, praktisch. Weil der Ganzkörperspiegel im Schlafzimmer halt an dem Schrank dran ist. Und das Problem ist halt, dass zwischen dem Schrank und dem Bett so wenig Platz ist, dass man sich da nicht ordentlich hinstellen kann. Aber in dem hier geht das und es ist sehr Premium und ich bin sehr begeistert. Und ich finde auch diese Fensterbilder voll schön. Ich mag auch meine Vorhänge, die sind, ich weiß nicht, die sind so halb durchsichtig. Das ist eigentlich ganz cool. Hier ist ein Balkon. Kommt mit hinaus in die Eiseskälte. Holy moly, ist das kalt, es regnet auch noch. Okay, Kurzfassung. Das ist der Balkon. Hier ist noch ein Grill, der soll eigentlich reingeräumt werden. Habe ich aber vergessen. Dann ist hier noch eine Liege, da gehört ein Polster drauf. Das Polster habe ich reingeräumt, okay? Ich bin so ein Biest. Aber die Liege habe ich vergessen reinzuräumen. Vielleicht war sie schwer und ich hatte keine Lust, in den Keller zu gehen. Ja, daran liegt's. Aber die räume ich noch rein. Aber jetzt ist sie immer nass und ich will sie nicht nass reinräumen. Moment, ich zeig's euch. Und jetzt regnet es schon wieder, deswegen kann ich die Liege schon wieder nicht reinräumen. Und das ist sehr frustrierend. Deswegen schließen wir die Balkontür mal, sonst wird das nämlich ganz schön kalt in der Wohnung. Die Wohnung ist nämlich echt... Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, machen wir das Licht wieder aus draußen. Die ist ganz schön mini und ja, ich meine, ich bin halt zu Hause ausgezogen, ich habe halt kein Haus mehr. Naja, was willst du tun? Genau, dann ist hier der zweite PC. Das ist übrigens der PC, an dem ich immer Phoenix auflebe. Der andere PC kann das nämlich nicht handeln. Der ist zu schlecht dafür, aber der PC kann das. Und das ist halt nicht das Setup, an dem ich normalerweise aufnehme oder was auch immer. Ihr habt ja gesehen, die ganzen Studiolampen sind drüben und die Kamera ist drüben und das Mikrofon ist drüben und das Ringlight ist drüben und ihr wisst schon, es ist eigentlich, ist alles drüben. Aber man braucht ja offensichtlich manchmal einen anderen PC, weil der da drüben ist halt einfach, I don't know, der kann das nicht. Hier ist Deko. Yay, Deko! Dann ist hier der PC, dann ist hier das Sofa, hier ist mein Stuhl. Hier sind überall... Das Wohnzimmer ist der einzige Raum, in dem ich überall Teppiche hingelegt habe. Und es ist super gemütlich deswegen. Ich weiß nicht, ich mag das voll. Und genau, hier ist das Sofa. Das Sofa ist voll cool, by the way. Weil das hier so kleine Unterleger hat, wo man dann zum Beispiel seine Controller drauflegen kann. Und das ist recht, recht praktisch. Dann ist hier der restliche Kram. Hier geht's in den Flur. Hier ist Fernseher. Hier ist eine Uhr. Ich habe eine Uhr. Juhu! Und genau, hier ist mein Deko, fancy, schmancy Bereich. Vielleicht war der Baum so klein, dass ich keinen Untersetzer dafür hatte und habe dann eine Box für meinen Smoothie-Dings drunter getan und ja, ist der Router. Das war's dann aber auch. Im Prinzip habt ihr alles gesehen, was es zu sehen gibt in der Wohnung. Es ist
Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck gewinnen können. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch irgendwelche anderen Videovorschläge habt, die ihr gerne sehen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und macht's gut und frohe Weihnachten. Heute ist ja Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao.